Guten Morgen. Es ist Ostersonntag, es ist 6:45 und der Osterhase muss noch die Ostereier verstecken. Was wurde denn das? Jetzt können wir alles reinmachen. Die Schlumpf-Gummibärchen! Mama, guck mal, wie schön das T-Shirt aussieht! Das T-Shirt sieht super cool aus. Wir fahren jetzt gleich los, und zwar zum Eiertrudeln. In Sarahs Familie gibt es eine schöne Tradition. Alle treffen sich auf einem Berg, dann wird eine Strecke gebaut, die wird präpariert. Dann treten oben alle an mit Eiern und lassen ihre Eier die Treppe runterrollen. Wie auch immer kommt es irgendwie dazu, dass es einen Verlierer gibt, und der Verlierer muss für alle anderen Eis bezahlen. Und genau das findet gleich statt. Wir haben festgestellt, dass die Bahn ein bisschen verwittert ist. Wir müssen jetzt erstmal harken. Die Bahn wird jetzt erstmal freigeharkt. Jamie trägt jetzt die Verantwortung, das Probeei zu starten. Langsamer. Sollte ein Ei beim Trudeln kaputt gehen, gibt es einen Minuspunkt. In der Runde, das letzte Ei, was unten ankommt, hat einen Minuspunkt. Das Ei, was gar nicht ankommt. Jedes Ei, was durchkommt, ist in der Runde raus, also erledigt. Ja. Anschubsen. Jawohl. Jawohl. Die Regeln besagen, dass der Verlierer das Eis für alle bezahlen muss. Arjen hat verloren, deswegen geben wir jetzt alle Eis essen. Hier ist mein Eiswander. Wer traut sich über die Lügenbrücke? Ich bereite für morgen Bolognese vor. So wie ich es immer mache. Also viel Gemüse, viel Rotwein, viel Tomaten. Ein Unterschied, ich habe kein gutes Fleisch bekommen können, also nehmen wir vegetarischen Ersatz. Meine Wette ist, es kriegt morgen keiner mit. Es kriegt keiner mit. Und ich helfe dabei. Ich euch noch was zeigen. Ich habe mir gestern mit Sarah Quiche gemacht und die war super lecker. Die war wirklich, die ist richtig gut geworden. Der Teig war spitze, der Belag ist spitze. Die ganze Quiche schmeckt lecker. Das war's für heute. Morgen, das Update, kommt die gemerkt haben, dass das ohne Fleisch ist. So, das. Also, es ist Montag, Montagmittag. Und das wird jetzt der große Test. Glaubst du, deine Eltern merken es? Ich möchte wetten, dass sie es nicht mitkriegen, dass es keiner mitkriegt. Jede Wette. Ich weiß nicht, Stock, wenn doch.
Sarah ist mit ihrer Mama zu ihrem Onkel Friedhelm gefahren. Wir sind alle in den Garten gegangen. Es ist total schön da hinten. Es war super grau und sieht verdammt nach Regen aus. Aber da scheint die Sonne. Oh, der Opa. Ha! Karatholz. Ich finde es hier echt schön. Das sind immer genau die Momente, in denen ich überlege, ob wir nicht auch einen Garten haben sollten. Es ist schon echt entspannt, so am Wochenende hier zu sitzen, vor allem sich auch sein Zeug anzubauen. Sarahs Vater baut hier ganz viele verschiedene Sachen an. Jens, was baust du alles an? Erdbeeren, Futterrüben, Rosenkohl, Tomaten, Gurken, Sotchenhaini, Kirschen, Äpfel, Birnen, Kürbisse, Hokkaido. Das ist schon echt schön, so ein Garten. Und die Kinder fühlen sich auch jedes Mal super wohl. Papa, guck mal! Ja, los, mach! Lass so. Gefällt dir das, Maggi? Ja. Wollen wir auch einen eigenen Garten haben? Ja. Da hinten sind die Hühner. Die Hühner geben die Eier, die wir mal kriegen von Jens. Ein paar Ziegen werden hier auch noch gehalten. Das ist schon echt witzig. Das ist wie ein kleiner Tierpark. Zieht gerade eine Regenwolke über uns drüber weg. Darin gibt es ein schnelles Frühstück. Das Auto ist vollgepackt. Ja, randvoll gepackt. Wir fahren jetzt nach Hause. Es ist sehr früh, es ist 5:45, weil die Kinder wollen zum Osterfrühstück in der Kita sein in Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage. Ich hoffe, ich kriege alles schnell geschnitten, damit die Videos bald online gehen. Bis bald!